Ja, hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Filmfreitag. Ich habe es ja nicht wirklich auf Reihe gekriegt, jetzt mal irgendwie so ein paar Skate-Videos zu drehen, da ich am Montagnacht halt mein Board geschreddet habe. Aber knallt euch auf jeden Fall Dogtown Boys rein. Absolut krasser Kultfilm, ist jetzt von 2005, heißt, wird dieses Jahr auch schon 10, freigegeben ab 12, geht 106 Minuten und ja, sie kamen aus dem Nichts und veränderten alles. Absolut krasser Kultstreifen. Also, wer was über die Geschichte des Skatens wissen will, gebt euch den Film. Also, echt, da sind die Anfänge vom Allerfeinsten erklärt. Was Besseres gibt's, glaube ich, gar nicht irgendwie, wenn man da so halt skate-affin ist und sich da mal irgendwie weiterbilden will. Es gibt natürlich noch viel mehr gute solche Skate-Filme, aber das ist, glaube ich, mal so die absolute Geburtsstunde. Und wenn ihr mal wieder Bock drauf habt, irgendwie, holt euch so einen tragbaren DVD-Player oder irgendwie so 100.000 Meter Verlängerungskabel, knallt euch euer Flatscreen irgendwo in eine Botanik und gebt euch den Film. Lohnt sich auf jeden, bringt richtig Bock. Also wer so Info braucht, wo kommt der Shit denn überhaupt her, gebt euch Dogtown Boys. Es sind auch ein paar bekannte Schauspieler mit bei. Und wer in der Szene schon drin ist, wird da eh so den einen oder anderen definitiv erkennen. Tony Hawk hat da ja auch so einen kleinen Gastauftritt. Also definitiv nicer Scheiß. Ich wünsche euch erst nochmal ein schönes, entspanntes, chilliges, geskatetes Wochenende. Haut erstmal rein. Bis denne.